Herkese merhaba. Deutsche Verben, Almanca fiiller bölümüne hoş geldiniz. Bu dersimizde Almanca'da çok kullanılan aufwachen, aufwecken, aufstehen, rennen, stehen fiillerini öğreneceğiz. Fiillerimize geçmeden önce Almanca'da bulunan 6 zamanı kısaca bir hatırlayalım. Präsens, şimdiki zaman ve geniş zaman için kullanılmaktadır. Präteritum, şimdiki zamanın hikayesini anlatmak için kullanılmaktadır. Bu zaman yazı dilinde, radyo, TV, kitap, makale vesaire de kullanılır. Perfekt, dil geçmiş zaman, daha çok konuşma dilinde kullanılan geçmiş zamandır. Geçmiş zamanda yaşanmış, olmuş bitmiş olayları anlatmak için kullanılır. Futur 1, gelecek zaman için kullanılmaktadır. Önceden planlanmamış, gelecekte gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumlarda, isteklerden ve tahminlerden söz edilirken kullanılır. Futur 2, gelecekte bitmişlik zamanı diyebiliriz bu zamana. Yani bir işin belirlenmiş gelecek zaman diliminde bitmiş olması gerektiğini anlatan bir zaman kalıbıdır. Plusquamperfekt, mişli geçmiş zaman veya geçmişin geçmişi olarak düşünebiliriz. Yani geçmişte iki olay oluyor fakat bir olay diğer olaydan daha önce gerçekleşiyor. İlk fiilimiz ayrılabilir bir fiil olan aufwachen, uyanmak. Präsens, ich wache auf, uyanıyorum. Ich wache auf, ich wache auf. Präteritum, ich wachte auf, uyanıyordum, uyandım. Ich wachte auf, ich wachte auf. Perfekt, ich bin aufgewacht, uyandım. Ich bin aufgewacht. Ich bin aufgewacht. Tekrar edelim. Ich wache auf. Ich wache auf. Ich wachte auf. Ich wachte auf. Ich bin aufgewacht. Ich bin aufgewacht. Futur 1. Ich werde aufwachen. Ben uyanacağım. Ich werde aufwachen. Ich werde aufwachen. Futur 2. Ich werde aufgewacht sein. Ben uyanmış olacağım. Ich werde aufgewacht sein. Ich werde aufgewacht sein. Plusquamperfekt. Ich war aufgewacht. Ben uyanmıştım. Ich war aufgewacht. Ich war aufgewacht. Tekrar edelim. Ich werde aufwachen. Ich werde aufwachen. Ich werde aufgewacht sein. Ich werde aufgewacht sein. Ich war aufgewacht. Ich war aufgewacht. İlk örnek cümlemiz: Wach bitte auf. Lütfen uyan. Wach bitte auf. Wach bitte auf. İkinci örnek cümlemiz: Ich wache auch am Wochenende sehr früh auf. Ben hafta sonları da çok erken uyanırım. Tekrar edelim. Ich wache auch am Wochenende sehr früh auf. Ich wache auch am Wochenende sehr früh auf. İkinci fiilimiz aufwecken, uyandırmak. Bu da yine ayrılabilir bir fiildir. Präsens, ich wecke auf. Ben uyandırıyorum. Ich wecke auf. Ich wecke auf. Präteritum, ich weckte auf. Ben uyandırıyordum, uyandırdım. Ich weckte auf. Ich weckte auf. Perfekt, ich habe aufgeweckt. Ben uyandırdım. Ich habe aufgeweckt. Ich habe aufgeweckt. Tekrar edelim. Ich wecke auf.
Ich wecke auf. Ich weckte auf. Ich weckte auf. Ich habe aufgeweckt. Ich habe aufgeweckt. Futur bir. Ich werde aufwecken. Ben uyandırıcığım. Ich werde aufwecken. Ich werde aufwecken. Futur iki. Ich werde aufgeweckt haben. Ben uyandırmış olacağım. Ich werde aufgeweckt haben. Ich werde aufgeweckt haben. Plusquamperfekt. Ich hatte aufgeweckt. Ben uyandırmıştım. Ich hatte aufgeweckt. Ich hatte aufgeweckt. Tekrar edelim. Ich werde aufwecken. Ich werde aufwecken. Ich werde aufgeweckt haben. Ich werde aufgeweckt haben. Ich hatte aufgeweckt. Ich hatte aufgeweckt. İlk örnek cümlemiz: Der Lärm wird das Baby aufwecken. Gürültü bebeği uyandıracak. Der Lärm wird das Baby aufwecken. Der Lärm wird das Baby aufwecken. Diğer bir örnek cümlemiz: Sie weckt ihren Mann jeden Morgen um 6 Uhr auf. O, kocasını her sabah saat 6'da uyandırıyor. Tekrar edelim. Sie weckt ihren Mann jeden Morgen um 6 Uhr auf. Sie weckt ihren Mann jeden Morgen um 6 Uhr auf. Diğer bir fiilimiz aufstehen. Ayağa kalkmak, yataktan kalkmak veya uyanmak için kullanılabilir. Aufstehen ayrılabilir ve düzensiz bir fiildir. Präsens, ich stehe auf. Ben ayağa kalkıyorum. Ich stehe auf. Ich stehe auf. Präteritum, ich stand auf. Ben ayağa kalkıyordum, ayağa kalktım. Ich stand auf. Ich stand auf. Perfekt. Ich bin aufgestanden. Ben ayağa kalktım. Ich bin aufgestanden. Ich bin aufgestanden. Tekrar edelim. Ich stehe auf. Ich stehe auf. Ich stand auf. Ich stand auf. Ich bin aufgestanden. Ich bin aufgestanden. Futur bir. Ich werde aufstehen. Ben ayağa kalkacağım. Ich werde aufstehen. Ich werde aufstehen. Futur iki. Ich werde aufgestanden sein. Ben ayağa kalkmış olacağım. Ich werde aufgestanden sein. Ich werde aufgestanden sein. Plusquamperfekt. Ich war aufgestanden. Ben ayağa kalkmıştım. Ich war aufgestanden. Ich war aufgestanden. Tekrar edelim. Ich werde aufstehen. Ich werde aufstehen. Ich werde aufgestanden sein. Ich werde aufgestanden sein. Ich war aufgestanden. Ich war aufgestanden. İlk örnek cümlemiz: Sie standen auf und rannten fort. Ayağa kalktılar ve kaçtılar. Tekrar edelim. Sie standen auf und rannten fort. Sie standen auf und rannten fort. Diğer bir örnek cümlemiz: Als der Lehrer ins Klassenzimmer kam, mussten alle Schüler aufstehen. Öğretmen sınıfa geldiğinde tüm öğrenciler ayağa kalkması gerekiyordu. Tekrar edelim. Als der Lehrer ins Klassenzimmer kam, mussten alle Schüler aufstehen. Als der Lehrer ins Klassenzimmer kam, mussten alle Schüler aufstehen. Diğer bir fiilimiz
rennen. Koşmak yine bu da düzensiz bir fiildir. Präsens, ich renne, koşuyorum. Ich renne, ich renne. Präteritum, ich rannte. Koştum, koşuyordum. Ich rannte, ich rannte. Perfekt, ich bin gerannt. Koştum, ich bin gerannt. Ich bin gerannt. Tekrar edelim. Ich renne, ich renne. Ich rannte, ich rannte. Ich bin gerannt, ich bin gerannt. Futur 1. Ich werde rennen. Ben koşacağım. Ich werde rennen. Ich werde rennen. Futur 2. Ich werde gerannt sein. Ben koşmuş olacağım. Ich werde gerannt sein. Ich werde gerannt sein. Plusquamperfekt. Ich war gerannt. Ben koşmuştum. Ich war gerannt. Ich war gerannt. Tekrar edelim. Ich werde rennen. Ich werde rennen. Ich werde gerannt sein. Ich werde gerannt sein. Ich war gerannt. Ich war gerannt. İlk örnek cümlemiz: Ich renne einmal in der Woche eine Runde im Stadion. Stadyumda her hafta bir tur koşuyorum. Tekrar edelim. Ich renne einmal in der Woche eine Runde im Stadion. Ich renne einmal in der Woche eine Runde im Stadion. İkinci örnek cümlemiz: Ich renne zur Schule, weil ich mich verspätet habe. Geç kaldığım için okula koşuyorum. Tekrar edelim. Ich renne zur Schule, weil ich mich verspätet habe. Ich renne zur Schule, weil ich mich verspätet habe. Diğer bir fiilimiz stehen, ayakta durmak. Bu da yine düzensiz bir fiildir. Präsens, ich stehe, ayakta duruyorum. Ich stehe, ich stehe. Präteritum, ich stand, ben ayakta duruyordum, ayakta durdum. Ich stand, ich stand. Perfekt, ich habe gestanden, ben ayakta durdum. Ich habe gestanden. Ich habe gestanden. Tekrar edelim. Ich stehe. Ich stehe. Ich stand. Ich stand. Ich habe gestanden. Ich habe gestanden. Futur 1. Ich werde stehen. Ben ayakta duracağım. Ich werde stehen. Ich werde stehen. Futur 2. Ich werde gestanden haben. Ben ayakta durmuş olacağım. Ich werde gestanden haben. Ich werde gestanden haben. Plusquamperfekt. Ich hatte gestanden. Ben ayakta durmuştum. Ich hatte gestanden. Ich hatte gestanden. Tekrar edelim. Ich werde stehen. Ich werde stehen. Ich werde gestanden haben. Ich werde gestanden haben. Ich hatte gestanden. Ich hatte gestanden. Örnek cümlemize geçersek: Er stand an der Ampel, um die Straße zu überqueren. Karşıdan karşıya geçmek için ışıklarda duruyordu. Tekrar edelim.
Er stand an der Ampel, um die Straße zu überqueren. Er stand an der Ampel, um die Straße zu überqueren. Bu dersimizde aufwachen, aufwecken, aufstehen, rennen, stehen fiillerini öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.